Hallo Leute und willkommen zurück zu Farlight Explorers. Ja, wir waren ja hier so ein bisschen stehen geblieben, mal dieses neue Teil da auszutesten. Ne? Diesen Object Inserter für die Maschinen. Nee, so rum gefällt mir das nicht, das ist es ja eben. Ach ja. Verstehe ich nicht, ja. Ne, wenn ich das Ding hier irgendwie versuche dran zu machen, sagt er mir irgendwie nur hier hinten. Ja. Direkt da, wo die Öffnung ist, nicht. Das kann aber auch nicht richtig sein. Normalerweise soll es funktionieren, also sollte es funktionieren. Dann bauen wir es da mal auf. Nun brauchen wir mal ein paar Gerade. Conveyor Belts. Transport Controlled. So, und wie sieht's jetzt aus? Nee, dann wüsste ich aber auch nicht, wo der denn der Eingang sein soll. Diese komischen Teile hier. Ja, nee, dann wüsste ich es auch nicht. Ja, wenn ich das versuche, hier hinten irgendwie ranzubauen, geht auch nicht. Nee, also normalerweise, wie gesagt, die Teile sollen halt dafür da sein, dass man halt direkt in die Maschinen reinliefert. Da liefern kann.
Ja, mal gucken, wenn ich es da aufbaue. Natürlich die ganzen Materialien weg. Naja, scheint wohl leider mit den Kohlekraftwerken nicht zu funktionieren. Scheint mit den Kohlekraftwerken einfach nicht zu funktionieren. Ja, jedenfalls, es soll dann halt in Container reingeliefert werden können. Ja. Mal so ganz ohne Probleme. Ach, mache ich denn da? Das könnte ich ja ruhig dran lassen. Weil wir müssen ja leider runter. So. Ja, das muss man ja leider hiermit regeln, weil es ja nicht anders geht. Ne? Nee. Jo. Jetzt kann ich das auch. Die ganzen normalen Klamotten hier auch wieder reinpacken. War zwar jetzt Verschwendung, dass ich das gebaut habe, aber nee. Ne, ich hab's ja jetzt schon ab und zu wirklich mal öfters erwähnt, dass mir das so dermaßen auf Nerven geht, ey. Ne, vor allem, dann bist du da ganz hinten am Bauen, ne? Musst mehr oder weniger jedes Mal zurückfliegen. Du bist einen halben Tag mehr oder weniger fast damit beschäftigt, zurückzufliegen, um aufzutanken. Weil du sonst nicht schnell genug zurückkommst. Ne? Jetzt hätte ich ruhig mal ein paar Roboter noch mitnehmen können, ne? Ja, gut, passt. So. Gucken, gucken. Stromanschluss nach hinten. Will ich haben. Das heißt, er steht falsch. Ja, weil sonst kriege ich wieder ein paar Probleme halt mit dem Aufstehen. Ich möchte den Stromanschluss schon gern nach hinten haben. Ja.
Das heißt, die können weg. Ach ja. Mann. Ja, und es hält wieder alles. Hält wieder alles so dermaßen auf. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen diese Woche, aber nein. Und ich muss noch eine ganze Ecke mehr bauen. Hä, hey, was ist denn da passiert? Da habe ich die falsche Kurve dran gesetzt. Ja, dann ist die Kurve doch richtig gewesen. War die Kurve doch richtig? Nee. So. Da müssen wir vorbei. Ist ja schon wieder falsch rum. Wenn ich so die Pfeile sehe, ist es nicht falsch rum. Ja. Theoretisch der erste könnte dann auch schon loslegen. Das erste Kohlekraftwerk. Kein Kupfer hier, eh. Natürlich habe ich hier kein Kupfererz. Ach ja. Oh, guck mal an, das ist diesmal nicht weggebackt. Oder? Ja, doch. Nee. Ja, dann tacke ich auch gleich erstmal wieder ein bisschen auf. Sonst nervt er ja gleich wieder. Mit der High-Speed-Presse habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Ja, aber wirklich für diese Zugstrecke, weil man muss eine komplette Rundstrecke bauen. Man kann den Zug nämlich nicht auf die selbe Strecke zurückführen, dass er halt wieder zurückfährt. Ne, rückwärts fahren tut der Zug auch nicht. Ne, man muss sozusagen eine komplette Rundstrecke bauen. Ne, und da die Kurven halt nicht zu eng sein dürfen, ne, muss man auch ziemlich großflächig diese Scheiße bauen.
sag's ihm gerade noch. Oh Mann, ey. Nee, also wie mich das hier nervt, Wann denn lädt der Sauerstoff noch so langsam auf? Also könnt ruhig mal ein bisschen schneller aufladen, ey. Ja. Ist doch auch kein Beinbruch, wenn der Sauerstoff mal ein bisschen schneller auflädt. Ja. Das schließe ich kurz noch mit euch an hier. Ich sehe das jetzt schon kommen, das reicht sowieso nicht. Aber weit nicht. Ja, ich habe ja noch vor, halt noch eine vierten Extraktor aufzustehen. Ja. Ach, nee, das war schon zu weit. So. So. Okay. Könnte das theoretisch nämlich schon mal loslegen. Mich verarschen, wieso geht das jetzt nicht? Hallo, wieso geht das jetzt nicht? Du mich veräppeln oder was? Aber doch andersrum. Ja, ihr seht es ja. Also so vom Förderband sieht es ja aus, als wäre das halt richtig rum. Und natürlich muss ich wieder komplett auf die andere Seite. So, dann kann das erste Ding eigentlich mal losgehen, ey.
Das wäre es jetzt natürlich gewesen, hätte er den zweiten auch gleich noch mit versorgt. Ich habe ihn trotzdem wieder falsch rumgedreht, ey. So, läuft der zweite auch. Juti. Ja, ich verbinde das natürlich nachher noch mit meiner Station. Mit meiner Hauptbasis. Ja. Wenn ich die vier Kraftwerke dann hier stehen habe. Ja. Naja. Wie gesagt, dann hier auf die andere Seite kommen dann halt noch die Dingens. Überlegen. Splitter. Ja, wieso es das nicht als Förderband gibt, ne? Als normales Förderband, ne? Gebaut. Ja, und hier kommen dann halt die Klamotten. Und hier, ja, hier auf die andere Seite kommt dann halt die Füllstation für den Sprit. Kotzt mich an, ey. Ja, Leute. Wieder so dermaßen überzogen heute. Ja, machen wir weiter im nächsten Part. Ja. Dann werden wir halt die letzten zwei Kohlekraftwerke setzen. Und... Oh, nee. Ja, und dann halt den ganzen Stromkreislauf halt mit unserer Basis verbinden. Ja, und dann sollten wir aber eigentlich erstmal genügend Strom wieder haben, ey. So. Du wirst ja jetzt, ja, dachte ich mir schon, du wirst ja jetzt wohl schon wieder einiges gesammelt haben. So. Foundations. Mach mal 30 Stück. Ja, Leute, dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Über Daumen, Kommentare würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Würde mich auch freuen, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo, Leute, und willkommen auf meiner Endcard. Oben in der linken Ecke kommt ihr jeweils zum vorherigen Part dieses Projektes. In der Mitte kommt ihr zur Playlist.
falls ihr die schon immer gesucht habt. Oben rechts kommt ihr zum nächsten Part. Falls er schon online ist, ansonsten kommt ihr ja nur auf ein Video, wo steht, ne, ist privat. Unten links findet ihr jeweils meinen Twitter-Account und meinen Facebook-Account. Könnt ihr mal draufklicken und könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr Lust habt. Unten in der Mitte kommt ihr zum Upload-Plan. Dort seht ihr mal top aktuell, wann eure Lieblingsfolge in den nächsten 2 Wochen zu welcher Uhrzeit kommt. Könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr Lust habt und dort noch nicht wart. Unten in der rechten Ecke kommt ihr zu meiner Let's Play-Übersicht. Dort findet ihr mitunter meine laufenden Projekte, abgeschlossene Projekte, pausierte Projekte und meine kommenden Projekte, die irgendwann 1000%ig auf meinem Kanal erscheinen werden. Da gehört mit zu PC-Spiele, PlayStation 1-Spiele, PlayStation 3-Spiele habe ich in einen Reiter zusammengepackt, weil man kann ja PlayStation 1-Spiele auf der PlayStation 3 spielen. Xbox 360-Spiele, PlayStation 2-Spiele muss ich noch hinzufügen und irgendwann mal die Wii U-Spiele, wenn ich dazu komme. Ja Leute, bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr habt weiterhin Spaß auf meinem Kanal und an diesem Projekt. Also Leute, ciao!